herzlich willkommen wieder im Pilzstadion, wieder hier beim Bowser Junior zu Hause quasi. Ja, schieß dich selber ab. Wir spielen hier und heute wieder gegen Sola. Es ist quasi die Revanche. Sola schlägt zurück. Sei ihm auch komplett gegönnt. Das habe ich ja schon im letzten Part gesagt. Er wollte gerne nochmal mit einem anderen Team. Aber wir gehen wieder 1-0 in Führung. Birdo aus dem Hinterhalt, aus der zweiten Reihe. Und der hat ganz genau oben reingepasst. Also, aber da hat nichts mehr zwischengepasst. Ja, vielleicht doch. Nein, sah jetzt nur in der Perspektive falsch aus. So, ich habe mein Team wieder ein bisschen geändert. Und zwar haben wir diesmal... Oh, das ist das 2-0. Hier geht es richtig zur Sache. Ich habe diesmal ein Shy Guy dabei, anstatt eines zweiten Hammerbruders. Das bedeutet, wir spielen mit Birdo, mit einem Shy Guy, mit einem Hammerbruder und mit Bowser Junior, der ja quasi auch ein Hammerbruder ist. Ja. Einfach nur zur Einordnung. Das ist ja hier, was ist denn hier los? 3-0. Da geht aber richtig, richtig gut los, ne? ja. Der Sola spielt hier mit Peach, hat das Team ein bisschen umgebaut. Ein Birdo sehe ich da, ein Hammerbruder auch. Hier gerade richtig gut. Na, bin ich ein bisschen zu spät gekommen, leider. Macht ja auch sein erstes Tor. Mit einer Birdo, einem Hammerbruder, der Peach und Knochentrocken, glaube ich. Hat da die Attacke von Peach sehr gut eingesetzt, auf jeden Fall. Hat er mich richtig mit bekommen. Shy Guy, dachte ich mir, kriegt heute mal die Chance, den Vorzug vom zweiten Hammerbruder. Der hat sich im letzten Spiel den Hammer leicht angeknackst. Alter Birdo, was läuft denn da bei dir für ein Film? Ey, zweite Tor, wunderbar. Hat sich im letzten Spiel gegen Sola leicht den Hammer angeknackst und ist deswegen auf der Ersatzbank. Und ja, der Shy Guy hat, wenn ihr das eventuell wisst, auch einen unfassbaren Auftritt in meinem Let's Play gehabt. Und von daher dachte ich mir, wenn es einer verdient hat, dann er. Ich kann mich da noch an Szenen erinnern, die einem die Spucke zum Atmen genommen haben. Ja. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war das tatsächlich im finalen Part gegen Mutant Tyrannia, wo Shy Guy echt ein, zwei Aktionen hatte, wo mir alles, wirklich alles innerlich gefroren ist. Einfach Wahnsinn. Das war wirklich, wenn ihr das Let's Play nicht gesehen habt, ohne Spaß. Ich bin echt selten arrogant, auch wenn ich der geilste Mensch der Welt bin. Aber das müsst ihr euch angucken. Wenn euch die Parts hier gefallen, und wenn ihr das auch mögt, wenn es vielleicht mal ein bisschen chaotischer ist und ich ein bisschen aufgedrehter bin, dann müsst ihr euch das Let's Play auf jeden Fall angucken. Man muss zu dem Let's Play halt auch wissen, ich habe im Nachhinein, im letzten Cup ist es halt so, du musst eine Vorrunde spielen und kommst dann in ein Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und du musst halt alles gewinnen dann. Und ich habe, glaube ich, bestimmt 20 Mal, wenn nicht sogar mehr. Da, Shy Guy, das ist ein richtig guter, wirklich ein richtig guter. Ich habe bestimmt offscreen dann immer die Vorrunde so oft gespielt, weil ich wieder in diese Finalspiele musste. Und ich halt ich konnte nicht immer die Vorrunde mit Let's Playen. Deswegen musste ich das halt offscreen machen. Und, ohne Spaß. Und ich bin dann teilweise direkt im nächsten Finalspiel, also im ersten, im Viertelfinale, direkt dann wieder rausgeflogen und wusste dann, okay, du musst die Vorrunde wieder spielen. Das war so nervenaufreibend. Ich habe so lange dafür gebraucht. Deswegen gibt es auch ganz viele Parts, die halt von dieser Finalrunde im letzten Pokal handeln. Und dann kommt man halt, wenn man das gewonnen hat, kommt man zum allerletzten zu Mutant Tyrannia. Und wenn man gegen die verliert, muss man wieder die Vorrunde spielen. Ja, und das war echt, also... das bedeutet, das war für mich halt auch immer sehr, sehr spannend in den Finalrunden, weil ich wusste, wenn ich verliere, muss ich offscreen die Vorrunde wieder spielen. Und es ist auch hin und wieder mal passiert, dass ich die Vorrunde verkackt habe. Also, dass ich in der Vorrunde nicht weitergekommen bin und dann musste ich die Vorrunde offscreen doppelt spielen. Also es war schon echt immer so echt krass für mich, so von wegen, ey, wenn ich hier verliere, muss ich es wieder machen.
Und ich habe es aber durchgezogen, weil ich das einfach wollte. Und deswegen gibt es auch viele kurze Parts. Ich habe teilweise dann so Serien immer gesplittet und einzeln hochgeladen, die Spiele, damit die keine Spoiler-Gefahr besteht. Anhand der Videolänge. Echt, solche Gedanken hat man sich dann da gemacht. Und ich würde sagen, also wenn ihr auf sowas steht hier, es ist echt ein gelungenes Let's Play. Das möchte ich an der Stelle einfach mal sagen dürfen, ohne dass es großartig arrogant ist, aber ja. Das war krass! Da hätte ich eigentlich, ja, hätte ich den Burlo-Superschuss durchziehen können, müssen, sollen. Ich muss mal meine Items einsetzen. Ja, schrei du mal, kleine Prinzessin. Kleine Prinzessin, ich hab mich so gefreut auf dich. Tadida, na, 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 na. Das ist von Michelle, glaube ich. Kleine Prinzessin. Und, geh hoch, Baby. Ja, wunderbar. Das sieht sehr gut aus. 7-3. Sieht so aus, als könnten wir uns wieder durchsetzen. Aber es ist noch lange nicht Schluss hier. So, Hammerbruder. Setz mal zu einem Solo an. Hope Solo. Ja, ist ein bisschen weit weg. Hat er gehalten? Birdo, nein! Du bist doch bekloppt. Oh, mein Panzer. War richtig gut. Nein. Ja, das ist die Gefahr bei Birdo. Oh, was ist denn da los? Das ist die Gefahr bei Birdo Superschuss, dass er halt geblockt wird und dass dann das Ei zerspringt. Genau. Ich habe mich nämlich gefragt, wo ist eigentlich die Schwäche bei Birdo Superschuss? Da ist sie. Nee, ich habe doch schießen gedrückt. Nein! Oh, super Torwart, super Torwart. Hey, hey. Und Schuss! Fick dich, Alter! Nein! Ich komme gerade nicht klar. Oh, Junge, er schießt seinen eigenen Teamkollegen ab. Geh da! Wow, Scheiger, ja, das war knapp. Eine Schädelwumme, ey. Ja, in dem Let's Play sind auf jeden Fall auch Emotionen. Also das kann man dazu auch nochmal sagen. Wenn ihr Emotionen wollt, dann ja. Wenn ich richtig cool bin, wenn ich so ein richtig cooler Ficker bin, so ein richtiger YouTube, ich ficke alles weg, ich bin der geilste YouTuber der Welt-Typ, ne? Wenn ich so einer bin, dann das gibt's nicht. Dann habt ihr in der Beschreibung einen Link zur Playlist vom regulären Let's Play. Das wäre natürlich relativ geil. Die anfänglichen Parts sind natürlich relativ easy, sag ich mal, weil das Spiel halt am Anfang noch relativ einfach ist, logischerweise. Der erste Cup ist halt eigentlich kein Problem und so weiter und so fort, ne? Versteht ihr, denke ich mal, das System. Könnt ihr euch dann, wenn das zur Playlist führt, auch einfach die Parts raussuchen, die euch ansprechen. Vielleicht Parts, wo ihr sagt, der Titel klingt vielversprechend. Oder halt einfach so die letzten, weiß ich nicht, 10 Parts oder so. Oh, Latte! Latte, Pfostentor. So stellen wir uns unsere Mannschaft vor. Shy Guy, wunderbar, da kommt der und das ist Shy Guy, ohne Spaß, das war auch im Let's Play, derjenige, der da steht, wo er stehen muss, echt, wirklich, er ist einfach ein richtig guter Typ, oh, richtig, oh, das war eine gute Aktion, aber konnten wir halt, oh, wir haben 3 Bananen, oh. Ja, aber, oh, Shy Guy, Alter, Ich hab selbst schon wieder Lust, mir die ganze Scheiße anzugucken. Ich gucke mir manchmal noch meinen Mario Strikers Let's Play an. Den letzten Part vor allen Dingen. Weil er einfach rasiert, ey. Der ist echt. Echt wahr. Das ist echt krass. Ist das meiner? Nein. Ja, pink und rot, ne? Ist auch eine gewagte. Ah. Ist das der Schiedsrichter zulässt? Und! Kollege? Ja, er darf halt keinen Powerschuss machen, ne? Das hätte man in der Situation jetzt sehr gut machen können. Bin ich sehr dankbar, dass da auch jeder so einsichtig ist. Aber ich nutze ihn ja auch nicht, ne? Es gab bestimmt auch Situationen, wo ich ihn hätte nutzen können. Also, von daher.
Und da ist der Siegtreffer. Aber wieder 11 Minuten oder 10. Ich weiß nicht, wie viele ich am Anfang wegschneiden muss, weil ich die Aufnahme etwas früher gestartet habe. Wieder hart umkämpft auf jeden Fall. Mal gucken, was jetzt im zweiten Spiel passiert. Ich darf vor allen Dingen nicht übermütig werden. Das ist die allergrößte Sache. So, gucken wir mal. 71% Ballbesitz. Diesmal auch viel mehr Torschüsse. Ja. Ist okay, die Statistik. Ist okay. Bam. Bam, bam, badam, bam, 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 bo. Do, do. Na, 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 na. So. Ich bin ein wenig. Es ist echt anstrengend. Ihr macht euch kein Bild. Shy Guy, hinter. So, und jetzt zum Hammerbruder. Der kann das hier mit einem guten Pass aufbauen. Ah, oh, 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 oh. Shy Guy, Shy Guy, Shy Guy. Wow. Das war wichtig. Das war wichtig. Kollege! Ich wollte das nicht so. Ich hab irgendwas geplant, aber es hat nicht funktioniert. Meine Hände haben nicht das getan, was ich wollte. Das ist auch bei dem Spiel ein Problem. Du denkst so, jetzt müsste ich das machen, aber irgendwie funktioniert es einfach nicht. Okay, Hammerbruder hier. Na, was macht ihr denn da, Kollegen? Oh, Spielaufbau, wichtig in dem Moment. Und rüber zum Shy Guy. Ah. Da wollte ich den Pass spielen, aber... Ja, ist das der Schied? Das war natürlich die Chance für Birdo. Und Birdo. Draußen ganz frei Bowser Junior. Den sieht Birdo. Und dann ist das Ding geritzt. 1-0 wieder für mich. Also immer wichtig. Es ist echt immer wichtig, so ins Spiel reinzukommen. Weil wenn du nicht in, ja, wenn du am Anfang nicht so richtig mitkommst, dann ist schon echt schwierig, auf jeden Fall. So, wieder die Hammer. Was war das denn? Was war das denn? Die Hammer haben nicht so richtig gesessen, aber der Schuss war auch ein bisschen kacke. So, und wunderbar. Und zack, Bananen. Die Bananen sind, wie gesagt, in Kombination mit dem Hammerbruder eine Waffe. Eigentlich in Kombination mit allem. Das musst du mit einem anderen Item kontern. Das ist halt immer so die allerbeste Variante. Das Problem ist nur, er hatte kein Item. Und dann ist es natürlich schwierig. Hammerbruder! Schade, Mann. Whoops, du! Birdo, aus dem Hinterhalt! Mal wieder, aber diesmal hat es nicht geklappt. Das ist auch schön, wenn du hinten einen stehen hast, den du anspielen kannst, der dann von der Mittellinie richtig draufbremsen kann. Oh nein, da fehlt der Mittelstürmer. Und dann geht keiner zum Ball. Das ist, so kannst du natürlich nicht verteidigen auf diesem Niveau. Cornel tut so, als wäre er hier Sky-Moderator. Und hätte Ahnung. So kannst du auf diesem Niveau natürlich nicht verteidigen, das wissen wir alle. Aber es ist nochmal gut gegangen hier für die Auswärts... Hallo, Torwart! Was ist denn... Ey, Entschuldigung, dass ich so schreie, aber... Kollege, Kollege, Kollege. Und Bowser Junior. Shy Guy. Und nein. Hammerbruder, komm, 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 komm. Oh, das ist doch unfair. Und Birdo, 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 Birdo. Ich hätte den Superschuss durchziehen sollen, also den Trickschuss, aber habe ich nicht. Ja, das ist bei Knochentrocken halt auch die Gefahr, ne? Dass du den Torwart dann 15 Mal anschießt, weil er einfach... Ja, er ist dann zwar geschockt, komplett frei und im Hinterhalt! Boah. Ja, Birdo hat momentan nicht so Oh, vielleicht der Hammerbruder. Vielleicht der... Nein, er auch nicht. Aber nochmal zurücklegen. Und Birdo, Birdo, Birdo. Was machst du da? Oh, nee. Oh, nee. Komm schon.
Hin da! Oh Mann! Ja, 2-1. Und es ist schon wieder 5 Minuten im Spiel oder so. Nein, nein, nein! Da hätte er zum Abschluss kommen müssen. Das war ein richtig guter Ball. Ja, okay. Oh nein. Wir sind echt gut gestartet, ne? Aber danach. So, wir sind jetzt schon wieder seit ein paar Minuten torlos. Das ist nicht gut. Wir hatten unsere Versuche, keine Frage. Aber sie gehen momentan einfach nicht rein. Ja, und wir haben auch nicht immer so das beste Timing. Ja, das macht er gut, das macht er richtig gut. Oh, da haben wir Glück, dass da so viel Verkehr vor unserem Torwart ist. Fehlpass. Und jetzt gehen wir in den Rückstand. Und jetzt gehen wir in den Rückstand. Und jetzt wird es schwierig. Wir müssen das Ding jetzt drehen. Und das läuft halt momentan nicht. Das ist echt eine schwierige Situation. So, wir müssen uns mal wieder ein bisschen mehr auf unsere Items besinnen. Fick dich! Bowser Junior, hoch zum Hammer, Bruder! Der ist komplett frei! Das muss es eigentlich sein. Muss es eigentlich sein. Hammer! Oh nein, der wird mich töten. Und auf Bowser Junior! Ach, komm schon! Gerade läuft's gar nicht. Und direkt! Oh, den muss er machen! Wir brauchen mal wieder einen Trickschuss. Komm. Von mir aus auch. Nein, wir! Ich habe gesagt wir! Also ich, nicht du! Sola! Das haben wir so nicht besprochen. Scheiße, Mann, ey. Das ist der Superschuss von... Nein! Das ist doch wie verhext! Kollegen, entspannt euch! Vorsicht! Nein! Hau ihn weg! Sieh! Er ist kaputt! Ja! Yes! Yes! Wow. Wichtig! Wichtig, wichtig in dem Moment! Richtig wichtig! Richtig wichtig, ja, richtig wichtig, richtig, richtig wichtig. Habt ihr schon bemerkt, dass richtig wichtig sich richtig wichtig, aber auch richtig triftig reimt? Ja, das war. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre Rapper, würde es mir jeder glauben. So. Geh hoch, Ausgleich. Ja, yes, yes, yes. Ich habe, glaube ich, 6-7 Minuten kein Tor geschossen. Das ist manchmal, ist es einfach verhext. Eigentlich wollte ich was anderes machen, hat dann aber nicht funktioniert. Er hat eine Bombe. Er muss die Bombe benutzen. Hat er vielleicht nicht gesehen. Ja, beziehungsweise er hat den Roten abgefeuert, der nicht so gut war in dem Moment, aber wahrscheinlich. Also, ja, da dann noch das Item zu wechseln, das ist extrem schwierig. Also, da überhaupt gar kein. Ne, gar keine. Disrespect, ey. Ah, Leute, ich bin schon wieder nass geschwitzt. Muss mir noch Essen machen, ich bin auch ein Junge, der braucht ein bisschen Essen. Ich brauch, ja. Und nochmal querlegen und zack! Was ist denn da passiert? Mann, wie ist der denn zurückgekommen?
Hä? Und hau ihn rein, ey. Boah, Alter, da führen wir 2-0, kriegen das 4-2, also 4 Tore von ihm in der Reihe, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann machen wir das, machen wir 4 Tore in der Reihe. Jetzt führen wir wieder mit 2. Das ist ja jetzt nicht mehr. Aber es ist ein echt umkämpftes Spiel, ne? Egal wie das ausgeht am Ende. Klar, am Ende zählt nur, wer gewonnen hat, aber... Wenn sich die Experten darüber unterhalten, dann werden sie sehen und wissen, das Spiel war extrem knapp, das Spiel war extrem umkämpft, das Spiel war extremst. Extremst umkämpft. Ja, das ist alles, was ich sagen wollte. Ich bin manchmal, das ist schwierig, sich hier zu ordnen, sich hier alle irgendwie und so und... Ich weiß doch auch nicht, es ist einfach... Boah, wenn hier auf der Wii U noch geilerer Teil rauskommt, ja, einfach in mega geiler Grafik, so richtig, der den gleichen Spielspaß hat, oder vielleicht noch einen besseren, ohne Spaß, das wird dann wahrscheinlich so ein Online-Projekt, genau wie MK8, also so, dass halt immer online einfach endlos weiterläuft, weil... Ohne Spaß, dieses Spiel ist so gut. Man hätte es viel öfter online spielen können, müssen, sollen. Aber das kriegt man dann erst wieder, so, daran denkt man dann erst wieder, wenn es zu spät ist. Weißt du? Wenn man alles hat, dann bedenkt man nicht, was fehlt, wenn das weg ist. Weißt du, dann bist du so... Traurig heute alles. Ich bin heute sowieso so sentimental. Oh man, na verpiss dich, Peach. Niemand möchte, dass du Ex... Oh, Alter, das muss doch nicht sein. Das ist doch auch schon wieder ein bisschen übertrieben. Wow. Entspann dich. Entspannen Sie sich. Und ich weiß nicht genau, wie man lupft, aber das war krass. Und ohne Spaß, Alter, es steht jetzt 9-5, ne, 9-5. Er sieht voll souverän aus, aber das war es nicht. Das war alles andere als souverän, das war umkämpft. Es war unfassbar umkämpft und es ist auch noch nicht vorbei. Wir wollen uns hier nicht freuen, bevor wir das in trockenen Tüchern haben. Aber natürlich, es sieht alles sehr gut aus. Ich weiß nicht genau, wie man lupft. Ist auch egal. Um ehrlich zu sein. Und jetzt nochmal. Und BÄM! Wow, fuck, Alter. Das war so anstrengend, ey. Respekt an Sola. War ein krasses Match wieder. Es steht zwar wieder 2-0 für mich, aber wirklich, das ist knapper, als es im Endeffekt da beim Ergebnis aussieht. 2-3 Aktionen, die anders passieren und er führt 8-5. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach krass, ey. Das ist einfach krass. Aber wir haben es gewuppt. Wir konnten gewinnen. Und ich bedanke mich bei Sola, dass er mitgemacht hat. Ich bedanke mich, dass er sich gestellt hat als Gegner. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Hoffentlich. Also es wird mit Sicherheit noch einer kommen. Ja, vielleicht auch mehr. Mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Wir sehen die Statistik. Dankeschön. Bis dann und ciao. Tschüss.